Ich sehe, dass die Tiberium-Behandlung auch bei Ihnen erfolgreich war, Doktor. Wie fühlt man sich so? Ich meine, als Göttin. Ich sehe eine Vision, ein Ziel. So, wie ich es vorausgesehen habe. Ich habe gehört, dass die Ionenkanone der Trigger einsatzbereit ist. Ja, aber in Ihrem Bunker droht Ihnen wenig Gefahr. Setzen Sie Ihre Arbeit fort. Wenn die Zeit kommt, werde ich Sie rufen, Sie und Ihre Kinder. Was wollen Sie mit der jungen Möbius machen? Nach Ihrer Behandlung wird sie ebenfalls Ihre Berufung erkennen. Ausgezeichnet. Das war der Datenstrom einer Sicherheitskamera, den ich anzapfen konnte. Dr. Petrova ist in dem Bunker unter dem Tempel. Wenn das Mädchen noch lebt, ist sie ebenfalls dort. Ich stehe in deiner Schuld. Schreib keine Schecks aus, die dein Verstand nicht einlösen kann, Liebling. Sie ist doch verrückt nach mir. Hey, Vogue, sobald Sie den Tempel betreten haben, wird unsere Funkverbindung abreißen. Es ist nur ein Mann. Sie werden doch wohl mit einem einzigen Männchen. Zeit Bei euch ist das nicht so. Oh, ich habe das Gefühl, ihr seid schwach im Glauben geworden. Eindringling im ganzen Schauer. So. So, du bist down und du bist down. Gut, die einzigste Waffe, die mir hier wirklich hier hilft, ist das Tiberium-Gewehr. Oh, Tiberium... irgendwas? Ich muss mich erstmal hier ein bisschen durchkämpfen, bevor ich jetzt überhaupt hier wieder klare Worte fassen kann. Deswegen bin ich jetzt hier ein klein wenig schweigsam. So, speichern. Hoffentlich bereue ich es nicht. Wir sind hier mitten im Prime Temple und haben ziemlich viele Problematen. Alter Schwede, was für eine Reichweite hat denn diese ganzen verfluchten Gestin? So, ihr könntet euch ruhig alle zu Mistereuten euch verwandeln. Oder zumindest alle down gehen. Es kommt natürlich noch mehr hier. Meine Fresse hier. Ich bin hier auf heiligem Boden. So heißt auch im Übrigen diese Map hier. So, das war's. Dankeschön. Glücklicherweise habe ich ja gespeichert. Gut. Gehen wir weiter nach unten. Nachdem ich mich erstmal hier ordentlich selbst instant verletzt habe. So, du bist down. Ja. Hallo, Vistereut. Was machst du sonst noch so Feines? Kommt, ihr kriegt euch mal bitte mal gegenseitig. Dann habe ich wenigstens ein klein wenig Ruhe. So. Heilung. Rüstung. Perfekt. So. Na, dich habe ich schon gesehen. Und keine Sorge, dich habe ich nicht vergessen. Ich glaube, das wäre wirklich das Beste, wenn ich das erstmal jetzt das Tiberium-Gewehr hier verwende. Das scheint wohl momentan das effektivste Mittel überhaupt zu sein. Gut. Das soll heißen, ich beschieße euch die ganze Zeit mit Tiberium und hoffe, dass ihr euch gegebenenfalls in Vistereuten euch verwandelt. Junge, 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 da. Es wird ein klein wenig aufwendig. Ja, wir dürfen quasi diesen Prime Temple hier auseinandernehmen. Und zwar noch bevor die Leute uns alle hier auseinandernehmen oder beziehungsweise nur mich selbst. Hier gibt es zu viele Leute von der schwarzen Hand und ja, die wollen uns ziemlich alle an den Leder. Ans Leder. Komm ich an den Leder? Ja. Also generell, wir sind hier ein klein wenig benachteiligt. Zumindest was die Anzahl der Gegner betrifft, bezüglich uns. So, hier noch irgendwer? Natürlich, da ist noch einer. Keine Sorge. Hä? Ach so, wieder, ja, keine Sorge. So, du bist weg und du lässt ihm gleich Gesellschaft. So. Ist es endlich mal gut hier? Ich habe eine besondere Überraschung für Sie. Eine einzigartige Gelegenheit, die wahre Natur von Nott kennenzulernen. Jan, ja, Kane, entschuldige bitte. Ich hatte dich jetzt die ganze Zeit hier nicht hören können, weil ich bin gerade hier ein klein wenig beschäftigt. Wie du gerade selber festgestellt hast. So, dieser Vistereut ist weg, das ist schön. Dann sollst du am besten mal den Job diesbezüglich übernehmen. So, erstmal wieder zu dir, schwarzen Hand. Und dann noch zu dir. Und dann noch zu dir. Wunderbar. Verdammt, ich habe langsam keine Muni mehr. So.
Juhu! Doppelkill! So, jetzt darf ich das ganze Weg nochmal gehen. Na gut, gehe ich halt eben diesen ganzen Weg nochmal. Vielleicht war das eine schlechte Idee. Natürlich, dich habe ich nicht vergessen. So, und jetzt nochmal zu euch. So, ihr seid jetzt down, hoffentlich für alle Ewigkeiten. Und darüber hinaus. So, ich glaube, das Sibiriengewehr hier ist hier durchaus die beste Wahl. So, erstmal diese schwarze Hand erledigen und dann wiederum euch. So, ihr könnt euch gegenseitig bekämpfen oder ich mach mit einer verdammten Axt. So, ich glaube, ich mache am besten hier weiter. Da erleben wir wenigstens gleich noch hier die Konferenzinformation von Kane. Und ich glaube, euch müsste ich am besten so erledigen. So, hoffentlich kommt mir jetzt da keiner gegen. Doch, natürlich kommt mir da einer gegen. So, warte. Du hast ein Snipergewehr gehabt, deswegen bist du down. Das nehme ich mir gleich entgegen. So, was mache ich denn? Erst du, dann du und dich. Speichern. So. Hier sind mir noch ein paar Leute. Ich gehe weiter. Darf ich Ihnen fürs Erste meine bescheidene Gastfreundschaft anbieten, bevor sich meine Brüder um Sie kümmern werden? Aber natürlich. Allerdings, ich habe eine besondere Überraschung für Sie. Eine einzigartige Gelegenheit, die wahre Natur von Nott kennenzulernen. Das hört sich ja toll an. Ist ja nicht so, als ob ich hier schon herzlich willkommen gehießen hieß. Gehießen hieß? Was drücke ich denn hier eigentlich für Wörter aus? So, irgendwas stimmt ja nicht. Ja, natürlich stimmt irgendetwas nicht. So, was mache ich denn mit euch? Euch müsste ich am besten so dermaßen grillen. So, du, da kommst du dran. So, du bist der Nächste. Wir haben noch ein paar. Das wird ziemlich bitter. Okay, du bist jetzt wenigstens weg. Du hättest mir ruhig dein Elektrogewehr geben können. Weißt du das? So. Du bist down. Du möchtest auch ganz gerne down gehen. Der Ingenieur auch. Sydney Möbius wurde am Radar geortet. So, ja, Sydney Möbius, ja, schönen Dank auch. Wir müssen sie sowieso retten. Die ganzen Treppenkameras müssen erstmal alle verschwinden. Ich will ja nicht, dass mich irgendjemand nicht entdeckt. So ein Unsinn. Alle Systeme nochmal bei funktionierenden Parametern. Alle Systeme fangen bei normalen Funktionen. So. Achso, hier geht's wieder hoch. Ne, da will ich nicht. Ich hätte ganz gerne wieder ein bisschen Medizin. Wäre ich nicht abgeneigt. Ah, da unten, da haben wir noch Altardiener, Tempelritter, was auch immer. Und dann haben wir noch dich. Gut, erstes verschwinden. Gut. Und jetzt zu euch. Autsch. Du meine Güte. Gut. Dich habe ich erledigt. Alter, ich bin gleich wieder down. Computergestützte biologisch verbesserte Lebensformen geschädigt. Bekriegt ihr euch gegenseitig? Ja, ihr bekriegt euch gegenseitig, so da unten ist im Übrigen noch einer. Ja, schön. meine Gesundheit ist auf Messerschneide. Mal wieder, hab ich doch schon mal erwähnt. Ich musste erst diesen Typen da unten erledigen. Irgendwie. So, hab ich dich? Ich hab dich. Gut. Da hinten. Da ist Gesundheit. So. Du bist weg. Ich will es mit Absicht nicht speichern, denn ich glaube, das würde bestimmt für mich ein großer Fehler werden. Da würde ich sogar lieber das Risiko eingehen und hier nochmal alle Leute nochmal plattwalzen. So. Haben wir noch irgendwo jemanden? Alarm! Eindringling! Alarm aufgehoben! Alarm!
Ja, da ist noch einer. Alarm aufgehoben. Noch ein Tempelritter, so. Gut, hätten wir dich. Danke, Vistoroid. Du hast mir den Tag gerettet. Nichtsdestotrotz mach ich dich jetzt weg. Könnte wahrscheinlich sein, aber erstmal Gesundheit und Heilung im Sinne von Rüstung. So, nehme ich doch die mit. Wunderbar, jetzt speichern. Also das ist, wie schon erwähnt, die wirklich mit Abstand schwierigste und unbeliebteste Mission während des gesamten Spiels. Ja, keine Sorge, irgendwo kriegen wir schon noch die Karte her. Hier vielleicht? Parker, willkommen in meinen Privatgemächern. Hallo. Sie scheinen irgendwie langsamer voranzukommen. Haben Sie vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten? Ich gehe mal davon aus, dass Sie auch weiter in meinen Tempel entweihen müssen, indem Sie einfach durch mein Schlafzimmer trampeln, ja? Schon dabei. Einmal Abrisskommando. Sehr wohl. Im Schlafzimmer rumtrampeln? Ey, komm. Das möchte ich ganz gerne. So. Hallo, Deckenkamera. Du kannst mir aber vollkommen egal sein. Ich weiß doch sowieso, dass viele Leute zu mir unterwegs sind. Autsch. Ach so, so eine Deckenkamera dort oben. Ja, die kann auch durch die Wand hindurchschießen. So. Schwarze Hand, du verschwindest. So, wo ist das Teil? Ach, dort oben. Ja, das sind die Decken-MGs in elektronischer Form. Aber wenigstens sind diese extrem schlecht gepanzert. Also kann ich das durchaus zu meinem Vorteil nutzen. So. Wie ist das Bett so? Ein bisschen, kantig. Kommen gleich wieder viele Leute, die mir alle mittels Raketenwerfer Nahkampf Hallo sagen wollen. So viele Elektronengewehr, ich glaube, ich werde gezwungen, diese hier zu benutzen. Ja, nutze ich die doch. Und ja, wir haben jetzt viele Leute hier. Ich hätte ganz gerne noch meinen Vistoroiden, obwohl der leider schnellste direkt. So, da haben wir einen meiner unbeliebtesten Gegner. Du hättest dich ruhig selbst erledigen können. Du standest noch kurz davor. Ich bräuchte mal wieder ein paar Scharfschützenmunition. So, was macht eigentlich diese Tiberium? Verschette. Richtig, Tiberium verschießen. Alarm. Aber hey, hier wird wenigstens die Tiberium-Waffen hier gespawnt. Finde ich toll. Alle Eindringlinge sollen sich bitte in Gefängnisblock melden. Nö, mach ich nicht. So, wo geht's hier hin? Zu dir hin. So, hallo Vistoroid. Das ist eine tolle Waffe. Oh, ich glaube, die Kamera habe ich kaputt gemacht. Ich bin ein schlimmer Finger. Oh, Munition! Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 3. Sicherheitsfreigabe der Stufe 3. So, erstmal bist du weg. Ah, hier kriegen wir noch ein paar was. Ja, ja. Weiß ich doch schon. Du solltest nicht fragen, was dein Land für dich tun kann. So, haben wir hier wieder neue Leute? Natürlich. Wir haben immer wieder neue Leute hier. Gut, die schwarze Hand ist weg. Und jetzt mache ich mal dasselbe Spiel mit euch, was ihr die ganze Zeit immer mit mir gemacht habt. Jetzt schieße ich mal mit Kanonen auf Spatzen. Und ihr dürft die Spatzen repräsentieren. Freut euch darüber. So. Solange hier keine Tiberium-Viecher hier auftauchen, obwohl auf dem Hut sehe ich auch viele grüne Punkte. Na gut. Also, ich kann euch wenigstens alle mit Tiberium beschmeißen. Und wenigstens hoffen, dass ihr euch dann noch verwandelt. So. Habt ihr irgendwas? Da drin bestimmt. Nein? Doch. Eine Deckenkamera.
öffnen, wenn es jemand wagt, meine Autorität zu untergraben. Wieso? Wer ist denn hier drin? Oh. Wer soll das sein? Moment. Keine Ahnung, wer das hier sein soll. Oder wer diese Person darstellen soll. Wahrscheinlich irgendeine Referenz zu irgendeinem Spiel? Ich weiß nicht. So viele Elektrogewehre. Ich glaube, die kann ich nutzen. Es kommt doch gleich wieder ein paar neue Leute. Extra für mich. Wie du zum Beispiel. So, du wurdest gegrillt. Okay, stimmt, ich habe jetzt meine grüne Karte. Ha. Ich habe mich schon gewundert, warum die Tür hier aufgeht. Ich glaube, ich sammle mir noch die restlichen Waffen hier auf. Werdet ihr auch immer neu gespawnt? Wenn ja, dann könnte ich euch doch wunderbar nutzen. So, auch du das Geschichte. Und ich mache hier am besten weiter. Hört mal. Ja, keine Sorge, du kannst mir vollkommen egal sein. So, was haben wir hier? Einen Ingenieur, der möchte ganz gerne ein bisschen gegrillt werden. So, ach so, da hinten. So, da unten, da haben wir doch noch welche. So, die schwarze Hand, dich erledige ich auf diesem Weg. Da wandert noch einer rum. Du willst, dass ich mich zeige? Bitte. Gut. Hier geht's weiter. So, Gesundheitsrüstung voll, aber wenigstens mich nur noch die ganzen Raketenmunition wird. Das wird ja hier noch explizit noch benötigt. So. Dann gehen wir mal schön weiter. Ich glaube, ich bin jetzt richtig. Und ja, jetzt kriege ich mal wieder hier Stress Ultra. Tempelritter, die wollen wir unbedingt mehr mit Kragen. Okay, wo kriege ich die gelbe Karte her? Wir sind nicht alleine, Brüder. Natürlich, ich bin ja auch da. Was war das? So viele Türen, so viele Wege und ich darf alle abstreiten, abgehen. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Wissen wir schon. Achtet auf Zorn. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Also, wenn wir wieder so viele normale, menschliche Gegner haben, wie zum Beispiel du. Gut, du bist erledigt. Ach so, direkt vor mir, gar nicht gesehen. Ich glaube, das war eine blöde Idee, jetzt hier reinzukommen. Du Vize, Hallöchen, Bruder. Und du da, ja, schön, danke. Na, dann machen wir einfach weiter. So, da unten, da ist er noch gewesen. Wo zum Teufel kam dann eigentlich jetzt dieser Flammenwerfer denn jetzt her? Kam der einfach hier aus der Tür heraus? Oder wurde der einfach hier irgendwo gespawnt? So ganz genau weiß ich es nicht. Also. So, du bist weg. Wir sind keine GDI-Einheiten, hier ist nur eine GDI-Spezialeinheit. Also so viel Zeit muss schon sein. Wenn wir schon hier eine Unterscheidung machen. So, kommt jetzt wieder hier dieser Penner hier mit seinen Raketenwerfer-Nahkampf-Gedöns. Ich bräuchte mal... Ich könnte ich vielleicht nutzen. So, geh ich nochmal hier hin. So, du bist jetzt weg. Oh. In welches Schlafgemächt bin ich hier denn eingetreten, so wie spät haben wir's? Ach nee, ist nur Uhr. Gut, 98,5, ja. Hm? Hallo. Dich kenne ich doch. So,
Fernseher ist auch aus. Hoch, das war noch Zeiten, wo wir noch solche Klopper noch hatten. Oh, das sind Apokalypse-Panzer. Yay! Das soll wohl eine Anspielung auf Alarmstufe Rot wohl sein. Denke ich zumindest. So. Du bist weg. Der Tempelretter ist auch weg. Alter, wo kommt ihr denn jetzt alle her? So. Außerdem bitte keine Steine in Glashäuser werfen, ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das wäre dann alles. Richtig, niemals Steine ins Glashaus werfen. Ich würde auch niemals Glas in Steinhäuser werfen. Bitte tun Sie mir nichts, ich kann helfen. Oh ja, und wie? Ich kann Sie in das Labor bringen. Ich verfüge über die entsprechende Berechtigung. Okay. Soll ich dir trauen? Du solltest nie fragen, was dein Land für dich tun kann. Sie werden es nicht bereuen. Denn was dir heute noch schwer erscheint, wird dir morgen schon leichter fallen. Dir traue ich irgendwie nicht. Deswegen speichere ich hier ab und mache mich schon mal kampfbereit. Hilfe! Eine feindliche Spezialeinheit! Wieso? Habe ich das schon irgendwie geahnt. Dass natürlich hier gleich wieder mal einer kommt, der sagt, ey komm, ich beschmeiße dich mal wieder hier mittels und so weiter. Achtung, Arbeit ist nicht alles im Leben. Oh, danke, du kommst gleich hierher. So. Na? Ich war schneller. Hahaha. So, ouch. Und der nächste Penner, der hier wieder reinkommt. Mit seinen Raketenwerfer. Aber keine Sorge, ich hab dich schon erwartet. So, Tempelritter, du kannst mich mal ganz gemütlich in Ruhe lassen. Laser-Ringe, jawohl. Jetzt geht's geschnitteltes. Und ich fange mit dir an. So, du Techniker. Du bitte alle nicht bist ganz in Ordnung. Wo ist eigentlich jetzt dieser andere Techniker, der mir gerade hier, diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe. Naja. So. Was wollte ich sagen? Genau, wo ist eigentlich jetzt dieser Techniker von vorhin? Egal, wo, aber... wird noch ein bisschen bitter werden. So, du bist weg. Ups, Novizen, wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, bitte nicht. Noch mehr Elektronengewehre. Oh, Viszeroids. Ja, danke schön. Ich bin down. Gleich. So, sag mal, wie viele von denen gibt's hier noch? Dankeschön. So, machen wir einfach hier weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Und ich glaube, ich weiß auch, wie ich euch besiege. Wurde ich zum ersten Mal überhaupt von diesen Teilen hier komplett besiegt. Aber hier gibt es wenigstens eine gelbe Zugangskarte. Dankeschön. Naja, vielleicht hat sich dieser Tod indirekt doch gelohnt. So. Wieder speicheln und gleich renne ich wieder in den Tod. Ich sehe es doch schon kommen. So. Ja, ich werde dich noch nachladen. Ja, da haben wir doch wieder einen meiner Lieblinge. Eindringlich. So, du bist weg. Du gehst auch down. So, noch mehr Raketen. Das nehme ich noch mit. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Jeden zweiten Meter hier zu speichern. So. Hallo Tempelritter. Hab dich schon gesehen und verzieh dich am besten wieder. So, hier sind doch auch wieder welche, nicht? Na klar, wie die zum Beispiel. Mit deinen Raketenwerfer? Nee. Habe ich mich vorher verguckt. Aber stattdessen will ich diese Flammenwerfer mir sagen, yay, ich greife dich trotzdem an, ob du willst oder nicht.
Genau. Computergestützte, biologisch verbesserte Lebensformen beschädigt. So. Bitte alle nicht. Ach so, da haben wir ja wieder einen meiner Lieblinge. So, Fisch. Ach, und da haben wir den ja. So. Das war das dafür, dass du mich verarscht hast. So, Tempelritter. Schön. Oh toll, noch mehr von den Tempelrittern. Das wird ja nicht besser. Kommst du bitte zu mir? Du könntest bitte zu mir kommen. So, ich möchte ganz gerne wieder zurück. Da sind jetzt noch weitaus mehr. Gefällt mir alles ganz und gar nicht. Da sind ja noch welche, die sind ja Tiberium-immun. Also muss ich ja wieder auf konventionelle Waffen wieder zurückgreifen. Oh Gott, ich habe so eine schlimme Vorahnung. Nee, keine Vorahnung. Achtung. Sondern ich weiß, was mich hier erwartet. Na komm, verwende ich die. So, du bist down. Geh auf. Und du bist down. Ich glaube, ja, genau. Ja, hier brechen jetzt die ganzen Tempelritter jetzt alle so nacheinander aus. In jedem einzelnen dieser Gefäße befindet sich ein Tempelritter. Und wir haben ja sehr viele von diesen Gefäßen. Die Struktur des Zugangs zu Energiekern auf einer der unteren Ebenen liegt. Schön, ich habe gerade andere Sorgen. Als den Energiekern zu infiltrieren. Du kommst wunderbar hier rein. Warte. Und die anderen Tempelritter, die sollen bitte genau denselben Fehler hier machen. Dann brauche ich mir wenigstens nicht die Hände schmutzig zu machen. War eine blöde Idee. Tür zu! Ich bin mal gespannt, wie viele Parts es hier noch werden. So. Ich werde hier von allen Seiten hier heftig bombardiert. Und wo ist eigentlich hier meine Rüstung hin? Ich hätte ganz gerne hier wieder eine Rüstung. Habe ich hier jedenfalls noch irgendwo eine Rüstung? Das wäre richtig nett. Gab es hier nicht noch irgendwo eine Rüstung? Nein. Aber hier. Denn was heute noch schwer erscheint, wird morgen schon leichter fallen. Ach, jedes Mal, wenn ich hier in so einen Raum gehe, habe ich erstmal wieder die Problematik, dass ich erstmal hier wieder viele Leute hier habe. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber na gut, probieren wir einfach das Beste draus zu machen. So. Du bist dauernd. Dem Auf- und Bauen verwendet so, du bist down. Ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Du bist down und jetzt hätte ich ganz gerne wieder ein bisschen Gesundheit. Gut, machen wir einfach weiter. Computergestützte, biologisch verbesserte Lebensformen beschädigt. Haben wir sogar noch einen Tempelritter dort im Glas. Aber euch kann ich wenigstens zu erledigen. Vielleicht hätte ich das von Anfang an tun sollen. Da hinten kommt im Übrigen wieder ein neuer. Ist ja herrlich. Ist ja nicht so, dass ich hier gegebenenfalls ein klein wenig in Mitleidenschaft gezogen bin. Ich hätte ganz gerne wieder hier den Gesundheitstropf. Na gut, du kommst wenigstens so rein und ich erledige dich. Schön. Du hast ein bisschen Heilung. Gefällt mir auch. Ich möchte ganz gerne wieder zurück. So,